Australien gibt es viele verschiedene Bikies. Bikies ist im australischen Dialekt Umgangssprache für Motorradgangs. Experten behaupten sogar, dass Australien die höchste Anzahl von Bikies pro Kopf weltweit hat. Der Mann, über den wir heute sprechen, stand mehrere Jahre an der Spitze einer dieser berüchtigten Bikie-Gangs. Er war eng mit einem der meistgesuchten und reichsten Verbrecher Australiens befreundet. Doch dann, rein zufällig, traf er am Flughafen an einem gewöhnlichen Abend auf einen seiner größten Feinde. Es kam zu einer Schlägerei, die alles veränderte. Dies ist die Geschichte von Mick Harvey. Mick Harvey, dessen richtiger Name Mahmoud lautet, wurde am 29. Mai 1980 in Beirut, Libanon geboren. Im Alter von nur 5 Jahren flohen Mick und seine Familie aus dem Libanon und zogen nach Sydney, Australien. Einigen Berichten zufolge hatte Mick eine bescheidene Kindheit. Im Jahr 1995, im Alter von 15 Jahren, lernte er seine Jugendliebe Carolina Gonzalez kennen, die er 2002 heiratete und mit der er 2 Kinder hatte. Mick war gerade 18 Jahre alt, als er beschloss, zusammen mit vielen anderen Männern, die einen Nahost-Hintergrund hatten, den Comancheros beizutreten. Die Comancheros waren ein Outlaw-Biker-Club, also eine kriminelle Motorradgang, die von William Jock Ross im Jahr 1968 gegründet wurde. Jock stand lange an der Spitze der Comancheros, aber dann begann man, seinen autoritären Führungsstil abzulehnen. Seine Führung endete abrupt im Jahr 2002, als der 22-jährige Mick zusammen mit anderen jungen Mitgliedern Jocks Haus besuchte. Sie sollen ihn zusammengeschlagen, seine Clubfarben und sogar seine Harley-Davidson genommen haben. Von diesem Tag an gab es einen neuen Anführer der Comancheros und sein Name war Mick Harvey, der nationale Präsident und oberster Befehlshaber. Abgesehen von einigen Verkehrsdelikten, einer Anklage wegen beleidigender Sprache und dem Besitz einer eingeschränkten nutzbaren Substanz im Jahr 2005, war Micks Vorstrafenregister relativ sauber, zumindest im Vergleich zu anderen Bikies. Mick hatte aber einen wachsenden Ruf innerhalb der Unterwelt von Sydney. Zusammen mit dem Rest der Comancheros war er in viele illegale Aktivitäten verwickelt, wie Drogenschmuggel, Geldwäsche und Erpressung. Alles, was irgendwie Geld einbrachte. Im Jahr 2007 hatte er sehr viel Glück und überlebte eine Schießerei, bei der sein Auto beschossen wurde. Mick zufolge befand sich eine Kugel in der Kopfstütze des Autos, nur wenige Zentimeter von seinem Kopf entfernt. Dieser Angriff war höchstwahrscheinlich das Ergebnis der steigenden Spannungen zwischen verschiedenen Bikie-Gangs. Nach diesem Vorfall entschied sich Mick, mit mehr Sicherheit unterwegs zu sein und in einem gepanzerten Auto herumzufahren. Ein Jahr später würden die Spannungen erneut steigen, diesmal jedoch tödliche Auswirkungen haben. Es war der 22. März 2009 und ein ganz normaler Nachmittag am Flughafen von Sydney. Wie an jedem anderen Tag am Flughafen bewegten sich die Passagiere zwischen den Gates, die einen reisten ab, die anderen kamen an. Niemand hatte die geringste Ahnung, dass einer der sichersten und am besten überwachten öffentlichen Orte Australiens bald zu einem Ort der Gewalt werden würde. Rein zufällig waren 5 Comancheros auf demselben Flug wie der Präsident der Hells Angels, Derek Winnehoe. Während des Fluges hatten beide Seiten angeblich Verstärkung zum Flughafen schicken lassen. Am Flughafen angekommen eskalierte die Situation. Im Terminal waren mindestens 10 Männer in einen Kampf verwickelt, der von der Flughafensicherheit nicht zu stoppen war. Sie nutzten die Metallpfosten, die eigentlich dazu dienen, Menschen in Warteschlangen zu trennen, als Waffen. Diese Dinge können bis zu 17 Kilo wiegen. Ein Bikie der Hells Angels namens Anthony Servas wurde während des Kampfes zu Boden geschlagen, woraufhin mehrere Mitglieder der Comancheros ihn mehrmals mit den Metallpfosten auf den Kopf schlugen. Anthony überlebte nicht. Irgendwann hörten beide Seiten auf zu kämpfen und flohen vom Flughafen. Mick verließ den Flughafen und schrie Peter Servas, dem Bruder von Anthony, zu: „Das nächste Mal, wenn wir dich sehen, wirst du mit Kugeln durchlöchert." Obwohl einige verhaftet wurden, konnte Harvey in einem Taxi vom Flughafen fliehen und blieb danach eine Weile unter dem Radar. Diese Auseinandersetzung würde für immer die Art und Weise, wie Australien zu Bikie-Gangs steht, verändern. Diese gewaltsame Eskalation war auch der Grund für die Einführung der Strike Force Raptor, einer Polizeieinheit, die sich auf die Bekämpfung von schwerer und organisierter Kriminalität der Outlaw-Motorradgangs und anderen Gruppen spezialisierte. Mick verschwand nach der Auseinandersetzung und blieb zunächst auf der Flucht. Sein Anwalt gab später bekannt, dass Mick den Wunsch hätte, sich mit den Ermittlern zu treffen. Das war der Zeitpunkt, an dem er sich stellte. Er wurde für schuldig befunden, das Leben des Hells Angels Anthony Servas genommen zu haben und zu einer Höchststrafe von 28 Jahren Gefängnis mit einer Mindeststrafe von 21 Jahren verurteilt.
Einige sagten, Mick habe den Großteil der Schuld auf sich genommen, um seine Mitcomancheros vor Ärger zu schützen, was ihm viel Respekt einbrachte. Dann geschah 2014 etwas Unerwartetes. Das New South Wales Berufungsgericht hob das Urteil auf und Mick konnte auf die geringere Anklage wegen Totschlags plädieren. Er wurde zu einer Höchststrafe von 6 Jahren und 2 Monaten verurteilt, mit einer Mindeststrafe von 3 Jahren und 6 Monaten. Unter Berücksichtigung der bereits verbüßten Zeit wurde er schließlich 2015 freigelassen. Allerdings musste er sich an 22 Bedingungen halten, darunter die Bedingung, kein Mitglied der Comancheros oder einer anderen Outlaw-Bikie-Gang mehr zu sein. Diese strengen Bewährungsauflagen ließen Mick wenig Raum, um wieder in ein Leben des Verbrechens zurückzukehren. Und so begann er mit seiner Familie zusammen ein Leben unter dem Radar zu führen. Trotz der zurückgezogenen Lebensführung und trotz seiner Vergangenheit als Präsident der Comancheros wusste Mick immer, dass er noch viele Feinde in ganz Sydney hatte. Häufig war er mit einem Sicherheitsteam oder in einem gepanzerten Auto unterwegs, aber am 15. Februar 2018 hatte Mick weder das eine noch das andere. An diesem Tag ging er zum Fitness First Gym in Rockdale, Sydney. Ein Fitnessstudio, das als langjähriges Zuhause der Comancheros bekannt war. Mitglieder der Comancheros trainierten dort häufig. Im Dezember 2008 kam es sogar zu einer massiven Schlägerei mit einer rivalisierenden Bikie-Gang. Es waren etwa 12 Männer beteiligt. Sie haben Fitnessbänke benutzt, um sich zu schlagen, und Gewichtsblockstifte aus den Geräten genommen, um sie als Schlagringe zu verwenden, sagte der damalige Manager. Nach dem Training ging Mick zu seinem Auto, das direkt vor dem Fitnessstudio geparkt war. Zwar nicht auf einem echten Parkplatz, aber niemand würde es wagen, ihm zu sagen, wo er parken sollte. Es ist einfach, wo er immer geparkt hat. Das Personal sagte, sie könnten nichts dagegen tun, sagte später jemand. Mick hatte gerade seine Tür geschlossen, als nur wenige Sekunden später jemand zum Fahrerfenster lief, seine Waffe zog und aus nächster Nähe mindestens 6-mal schoss. Trotz der aus nächster Nähe abgefeuerten Schüsse überlebte Mick zunächst den Angriff. Er wurde in kritischem Zustand ins St. George Hospital gebracht, erlag aber schließlich seinen Verletzungen. Der Schütze rannte zurück zu einem grauen Mercedes und raste davon. Das Auto wurde später ausgebrannt gefunden. Videoüberwachungsaufnahmen zeigten, dass die Verdächtigen durch ein Wohngebiet rannten und in einem Toyota sprangen. Außer dem ausgebrannten Auto gab es keine direkte Spur der Verdächtigen. Und das, obwohl die Polizei schnell reagierte und einen Hubschrauber mobilisierte, um den Bereich des Tatorts zu überfliegen. Der stellvertretende Kommissar Mel Lanyon sagte: Alle Ressourcen der New South Wales Police wurden eingesetzt, um den Fall zu untersuchen. Es wird eine schwierige Untersuchung werden, da bin ich mir sicher. Es ist noch zu früh, um ein Motiv zu bestimmen, aber Mr. Harveys Vergangenheit im organisierten Verbrechen wird berücksichtigt. Es wird ein großes Hauptaugenmerk darauf gerichtet, jegliche Vergeltung als Folge dieses Vorfalls hinsichtlich Mr. Harvey zu verhindern. Und einfach so wurde der einst gefürchtete Präsident der Comancheros umgebracht. Viele Menschen leisteten Beistand bei Micks Beerdigung. Nach dem Ereignis kamen sofort mehrere Fragen auf. Wer war der Schütze? Und vielleicht noch viel wichtiger, wer könnte den Auftrag für den Anschlag gegeben haben? Die Polizei nahm den Fall äußerst ernst. Erinnert ihr euch an die Schlägerei am Flughafen, die zum Tod von Anthony Servas der Hells Angels führte? Seine Mutter Frederica Bromwich gab nur 2 Tage nach Micks Tod ein recht interessantes Interview, das kein Mitgefühl zeigte. Während des Interviews sagte sie Folgendes: Well, it is karma. Because what you do in life comes back to haunt you. You do good, you get good. You do bad, it'll come back and bite you. Well, now they'll know what I felt and what my family went through and what we're still going through. So now it's their turn. You can sort of say it's a bit of a relief. You know, eye for an eye, life for a life. He deserved it, but my son didn't deserve it. Yeah. A lot of people are happy that he's gone. It's just one filth gone from the face of this earth. And I don't feel sorry at all. No, Mick Howie got what he deserved. And good on those boys that did it.
Auf das Interview folgten viele gemischte Reaktionen, insbesondere weil sie gesagt hatte, wie gut von den Jungs, die es getan haben. Einige verstanden ihre Reaktion, viele wiederum nicht und behaupteten, dass ihre Söhne auch keine Engel gewesen seien. Verschiedene Theorien über den möglichen Grund für den Anschlag auf Mick begannen sich zu verbreiten. Er hatte sich als ehemaliger Präsident der Comancheros in seiner Karriere viele Feinde gemacht. Könnte es eine rivalisierende Bikie-Gang gewesen sein? Oder vielleicht diejenigen, die den Hells Angels und Anthony Servas nahestanden und Rache suchten? Oder könnte es aus den eigenen Reihen der Comancheros gekommen sein? Die letzte Theorie ist besonders interessant. Nach Micks Verhaftung blieb die Position des Präsidenten der Comancheros leer. Ein Mann namens Mark Buttle ernannte sich selbst zum Präsidenten im Jahr 2009. Natürlich hatte niemand erwartet, dass Mick so schnell zurückkommen würde, wie er es dann tat. Einige behaupten, dass er nach seiner Rückkehr darauf aus war, seine Position und Macht zurückzugewinnen, aber Mark Buttle war nicht bereit, als Präsident zurückzutreten. Dies soll angeblich zu Spannungen zwischen den beiden geführt haben. The Daily Telegraph schrieb, dass die beiden Wochen vor dem Attentat eine massive Auseinandersetzung hatten. Als Antwort auf diese Theorie sagte der stellvertretende Kommissar Melanion: Letzten Endes wird Buttle nur einer von vielen Menschen und Ermittlungsansätzen sein, denn Mick Harvey hatte sich viele Feinde gemacht. An dieser Stelle muss klargemacht werden, dass Mark nie offiziell beschuldigt wurde, in den Anschlag verwickelt zu sein und somit auch nie dafür angeklagt wurde. Erst ab August 2018 gelang es der Polizei von New South Wales, vier Verdächtige für den Angriff festzunehmen. Der Einzelgänger-Bikie Yusuf Naslioglu, der verdächtigt wurde, die Waffe betätigt zu haben, wurde zusammen mit Ahmad Duda, der angeblich dabei half, das Fluchtfahrzeug loszuwerden, festgenommen. Jamal El-Jaidi, der mutmaßliche Fluchtfahrer, und Mustafa Salami, der angeblich dabei half, die für den Angriff verwendeten Autos abzuschleppen und zu transportieren, wurden später festgenommen. Keiner der Männer bekannte sich schuldig und so folgte ein langer Prozess. Bei einer der Gerichtssitzungen wurde den Jurymitgliedern mitgeteilt, dass Yusuf nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis im Jahr 2015 Mick nahe stand. Die Freundschaft zerfiel jedoch nach 2 Jahren. Laut Micks Frau hatte Yusuf Mick während eines Angelausflugs blamiert und sei gegenüber anderen unhöflich gewesen. Mick beendete die Freundschaft, was Yusuf wütend machte. Er war wütend, ballte die Fäuste. Er wollte nicht mehr mit mir sprechen. Seine Augen traten etwas hervor. Er fühlte sich blamiert, sagte sie. Könnte das wirklich der Grund gewesen sein? Wir werden es nie erfahren, denn trotz erheblicher Aufnahmen und Beweise, wie zum Beispiel eine hinterlassene Sturmhaube in einem der Fluchtfahrzeuge mit der DNS des mutmaßlichen Schützen, erklärte das Gericht sie für nicht ausreichend und kam im September 2020 zu einem überraschenden Urteil. Yusuf und Jamal wurden von ihren Anklagen freigesprochen. Ahmad akzeptierte einen Deal. Es ist der 27. Juni 2022. Yusuf kam gerade nach Hause und parkte sein Auto, als plötzlich ein Mann auf ihn zurannte und mehrere Schüsse abfeuerte. Die Polizei eilte schnell zur Szene, aber der Schütze war bereits in einem silbernen Auto geflohen, das später ausgebrannt gefunden wurde. Yusuf wurde vor Ort von Sanitätern behandelt und ins Westmead Krankenhaus gebracht. Er überlebte nicht und erlag seinen Verletzungen. Viele hatten sofort den Verdacht, dass dies etwas mit Mick zu tun haben könnte. Es war jedoch auch bekannt, dass Yusuf viele Feinde hatte und wusste, dass ihn, wie er selbst sagte, jederzeit jemand umbringen könnte. Hauptkommissar Danny Doherty sagte: Yusuf stand im Konflikt mit anderen Gruppen und anderen organisierten kriminellen Netzwerken. Deshalb können wir eine Reihe von Motiven und Theorien nicht ausschließen. 3 Männer wurden wegen des Anschlags angeklagt und keiner von ihnen hatte etwas mit Mick Harvey zu tun. Stand 2023 wurde niemand bislang wegen des Angriffs auf Mick Harvey verurteilt. Wenn ihr ein Video über die gesamte Motorradgang der Comancheros sehen möchtet, schreibt es mir in die Kommentare. Wie immer, hinterlasst bitte einen Like und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Es dauert nur eine Sekunde, hilft dem Kanal aber enorm. Vielen Dank fürs Zuschauen.